Bam, guten Tag und weiter geht's. Heute sprechen wir über ein Thema, über das die letzten Wochen schon des Öfteren gesprochen wurde. Deswegen sage ich jetzt mal, keine Panik, das wird jetzt fürs erste Mal das letzte Video darüber sein. Und zwar geht's wieder um Sprühen und Beregnungsanlagen. In vorherigen Videos habe ich das ja nie so wirklich krass besprochen, sage ich jetzt mal, immer nur so ein bisschen angeschnitten. Heute möchte ich die Vor- und Nachteile auflisten bezüglich des Sprühens per Sprühflasche und einer Beregnungsanlage. Vorweg, wie in den anderen Videos auch gesagt, Flüssigkeit ist sehr wichtig fürs Chamäleon. Chamäleons nehmen Flüssigkeit sowohl über das normale Trinken als auch über die Luftfeuchtigkeit auf. Deswegen lohnt es sich da schon, mehr Zeit zu investieren, sich darüber Gedanken zu machen, was für eine Art von Besprüh- bzw. Beregnungsanlage man benutzt, damit das Tier optimal leben kann. Zusätzlich, was ich noch im letzten Video vergessen habe bezüglich der Trinkmöglichkeiten für Chamäleons, was in den Kommentaren stand, was ich auch richtig gut fand, und zwar gibt es auch Leute, die ihre Tiere mit der Pimpette trinken. So, das heißt, ihr habt so eine kleine Pimpette, ihr kennt das wahrscheinlich auch so in Laborarbeiten oder so, dass man so Proben auf so ein Schälchen träufelt und so, diese Dinger sind das. Man drückt auf so eine Art Blasebalg, sage ich jetzt mal, hält das in Flüssigkeit, lässt los und dadurch zieht sich dann durch den Sog halt Flüssigkeit in diesen kleinen Schlauch. Und diesen Schlauch haltet ihr an eurem Chamäleon vors Gesicht, beziehungsweise an den Mund und dann lasst die Tröpfchen darunter träufeln, sage ich jetzt mal, und dadurch kann das Chamäleon auch trinken. So, wir beschäftigen uns aber heute, wie schon gesagt, mit der Sprühflasche und der Beregnungsanlage. Und zwar möchte ich jetzt heute ein für alle mal klären, was die bessere Variante ist. Und zwar beginnen wir mit den Pros und Cons der Sprühflasche. Fangen wir mit dem Pro an. Das erste und wohl auch ausschlaggebendste für manche Leute ist, es ist die billigere Variante. Und zwar kostet so eine Sprühflasche gerade mal 8 Euro. Ich weiß nicht, ihr müsst ja auch nicht unbedingt im Reptilienladen kaufen, sondern ihr könnt auch ganz normal in irgendeinen Blumenladen gehen und seht halt irgendwie Sprühflaschen fürs kleine Geld und könnt die dann einfach mitnehmen. Wichtig hierbei ist, nehmt bitte vorher unbenutzte Sprühflaschen. Jetzt nehmt nicht eine Sprühflasche, wo vorher irgendein Dünger drin war und denkt einfach, okay, ich spüle jetzt einmal mit Wasser aus und tue dann da Flüssigkeit rein. Nein, es können immer noch Rückstände vom Dünger oder sonst was drin sein, das dem Tier dann im Endeffekt schaden oder es auch vergiften können. Deswegen bietet es sich da an, immer eine frische Flasche zu kaufen, damit man da dann auf Nummer sicher gehen kann, dass da vorher keine schädlichen Stoffe drin waren, die dem Tier irgendwie gefährlich werden könnten. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Sprühflasche ist, dass aufgrund der Tatsache, dass ihr vor dem Terrarium stehen müsst und dann manuell sprühen müsst, sich das Tier dementsprechend auch schneller an euch gewöhnt. Und zwar habt ihr zum großen Unterschied halt der Beregnungsanlage, dass... Ruhig bleiben. Und zwar habt ihr zum großen Unterschied der Beregnungsanlage, dass ihr halt vor dem Terrarium stehen müsst und sich das nicht von selber erledigt. Und da ihr halt auch im Terrarium tätig seid, erkennt das Tier dadurch schneller, dass ihr ihm nichts Böses wollt. Und dadurch ist es halt schneller möglich, das Vertrauen des Tieres zu gewinnen. Ein wichtiger Punkt bezüglich der Erkältung des Tieres und der Häutung des Tieres ist, dass ihr, wenn ihr mit der Sprühflasche sprüht, entscheiden könnt, wo ihr hinsprüht. Denn wichtig ist, man sollte das Chamäleon nie direkt ansprühen. Das hat viele verschiedene Gründe. Erstens kann sich das Chamäleon erkälten. Und zweitens, wenn sich das Chamäleon häutet, ja, und ihr sprüht das Chamäleon nass, pappt diese sich schon bereits gelöste Haut, ihr kennt das ja selber, erst wird das Chamäleon ganz hell, dann pustet es sich einmal auf wie so ein Kugelfisch, kurz, damit die Haut reißt und dann pellt es sich nach und nach halt ab. Wenn ihr das Chamäleon in der Phase aber nass macht, pappt die Haut wieder an der frischen Chamäleonhaut fest. Und das sieht zwar immer alles easy aus fürs Tier, aber wenn sich so ein Tier häutet, ist es jetzt schon ein enormer Kraftakt für das Tier. Deswegen sollte man das dann nicht auch zusätzlich noch erschweren, indem man einfach die bereits alte Haut dann wieder an das Chamäleon dran pappt. Das ist, wie gesagt, ein großer Vorteil gegenüber dem manuellen Sprühen, da man dann halt gucken kann, okay, ich sprühe jetzt mal, das Chamäleon heute sich, dann sprühe ich jetzt mal mehr in einer anderen Ecke, damit da bloß kein Tropfen oder so drauf kommt, damit sich das Tier in Ruhe zu Ende häuten kann. Der letzte positive Punkt, den ich rausgeschrieben habe, ist, dass die Sprühflasche sehr handlich ist. Ja? Ihr könnt sie zum Beispiel überall verstauen, ihr könnt aber auch damit sehr gut im Terrarium agieren, da diese Flasche halt nicht sehr groß ist und kommt dementsprechend an alle möglichen Ecken und Stellen hin. So, aber jede positive hat auch eine negative Seite und zwar kommen wir jetzt auch zu den Kontrapunkten für die Sprühflasche. Ja, die Handlichkeit der Sprühflasche ist sowohl ein positiver als auch der größte Negativpunkt. Diese Handlichkeit kommt nicht von ungefähr und zwar ist dieser Tank von der Sprühflasche relativ klein im Vergleich zu einem Tank von so einer Beregnungsanlage, sage ich jetzt mal. An relativ heißen Tagen, wo sich die Luftfeuchtigkeit relativ schnell verflüchtigt, kann es schon mal vorkommen, dass ihr mehrere Male am Tag sprühen müsst und dementsprechend auch mehrere Male am Tag diesen Behälter nachfüllen müsst.
solltet ihr, warum auch immer, jetzt in nächster Zeit nicht sprühen müssen, weil sich die Luftfeuchtigkeit auf magische Weise hält, wobei ich das immer empfehlen würde, da sich halt auch Tröpfchen auf den Blättern bilden, die das Kamin auch trinken kann, würde ich euch empfehlen, das Wasser auch mal zu wechseln. Das hat eigentlich verschiedene Gründe. Ich mache das persönlich, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, aber dass sich halt keine Bakterien darin bilden, wechsle ich auch mal des Öfteren einfach das Wasser in der Sprühflasche. Jetzt mal im Winter zum Beispiel, wo ich persönlich jetzt nicht so viel sprühen muss, gucke ich, dass ich trotzdem so einmal am Tag halt das Wasser auch mal wechsle. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich dabei weiß, was bildet. So genau kenne ich mich damit auch nicht aus, aber einfach für mein Gewissen wechsle ich trotzdem mal das Wasser. Ein weiterer Negativpunkt für die Sprühflasche ist, dass es relativ lange dauert, Feuchtigkeit ins Terrarium zu bringen. Was eine Beregnungsanlage in wenigen Sekunden schafft, weil es halt mehrere Düsen angeschlossen sind, ist halt für die Sprühflasche eine ganz andere Herausforderung. Ihr habt halt eine Düse, die könnt ihr halt auf breit gefächert oder dünner Strahl einstellen, sag ich jetzt mal, und dann könnt ihr da erstmal ein paar Sekunden da verbringen. Erstmal es einzusprühen und dann noch ausreichend einzusprühen, damit sich auch genug Luftfeuchtigkeit im Terrarium hält. Das ist halt auch noch ein größerer Negativpunkt, sage ich jetzt mal, dass es schon im Vergleich zu anderen Sachen relativ zeitintensiv ist. So, den letzten Negativpunkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist mir persönlich jetzt nur einmal vorgekommen. Und zwar ist, dass manche Sprühflaschen nicht von so hoher Qualität sind. Ich hatte bislang zwei Sprühflaschenarten, und zwar eine, wo man einfach nur so hier sprühen muss, indem man immer wiederholt auf dieses Ding da unten drückt, und eine halt zum Pumpen, sage ich jetzt mal, wo man halt erstmal vernünftig aufpumpt, so bis dann Bar drin ist, und dann kann man dann ganz in Ruhe entspannt sprühen. Bei diesen normalen Sprühflaschen, sage ich jetzt mal, die man halt kennt, so um Pflanzen zu befeuchten, ne, wo man immer dieses Ding da drücken muss, die gehen mir relativ häufig kaputt, allein schon, weil man sie halt wirklich oft benutzen muss im Terrarium und dann immer dieses ganze Gesprüh, irgendwann macht das Ding nicht mehr mit. Ich kann euch mal kurz meine Sprühflasche zeigen, und zwar ist das die hier. Das Tolle hierbei ist, die hat halt so eine Pumpe, ne? Kann man ganz normal mit pumpen und danach drückt man einfach hier runter und man kann dann halt sprühen. Die ist für mich eigentlich relativ gut, weil normalerweise reicht es für mich aus, wenn ich die einmal halt komplett aufpumpe, bis nichts mehr geht, und dann sprühe. Und wenn die dann fertig ist mit Sprühen, habe ich auch eigentlich ausreichend Luftfeuchtigkeit in meinem Terrarium und habe auch nicht so viel Kraft, sage ich jetzt mal, verschwendet, nur um das Terrarium einmal zu befeuchten. Deswegen, die finde ich eigentlich echt nice. Also wenn ihr euch für eine Sprühflasche entscheidet, solltet ihr darauf achten, dass die vielleicht so eine Pumpe hat. Die ganzen anderen Sprühflaschen, ne, zum so sprühen, sind bei mir relativ schnell kaputt gegangen. Aber die hält jetzt schon, boah, lass mich nicht lügen, 3-4 Jahre, glaube ich, hält die jetzt schon. Also da kann ich auch nicht drum meckern, wenn ich ehrlich sein soll. So, damit hätten wir das Thema Sprühflasche auch schon abgehakt. Kommen wir jetzt zum Thema Beregnungsanlage. Und zwar fangen wir auch wie bei der Sprühflasche erst mit den positiven Aspekten an. Und zwar ist bei einer Beregnungsanlage inklusive Timer quasi die Arbeitszeit für euch minimiert. Ja, ihr müsst nicht mehr selber zum Terrarium laufen. Der Timer regelt das schon, dass ihr jetzt sagt zum Beispiel, okay, jede Stunde oder alle 2 Stunden soll das Ding mal für 3 Sekunden oder 5 Sekunden an sein. Ist zum Beispiel geeignet für Leute, die relativ viel beschäftigt sind, die halt nicht die Zeit haben, sich jedes Mal dahin zu stellen und zu sprühen. Das ist halt mit der größte positive Aspekt, da euch die Beregnungsanlage diesbezüglich sehr viel Arbeit abnimmt. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass eine Beregnungsanlage einen relativ großen Wassertank hat. Dies bedeutet, dass ihr auch im Vergleich zur Sprühflasche nicht so oft den Tank nachfüllen müsst. Das heißt, ihr füllt dann halt das Wasser da rein und dann hält das halt den ganzen Tag. Da müsst ihr halt nicht wie bei der Sprühflasche mehrmals am Tag diese Flasche wieder auffüllen, sondern lässt dann ganz entspannt die Beregnungsanlage ihre Arbeit machen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die Beregnungsanlage in kürzester Zeit sehr viel Luftfeuchtigkeit produziert. Ja, ihr habt ja nicht nur wie bei der Sprühflasche eine Düse, sondern ihr habt mehrere Düsen, die ihr im Terrarium installiert. Und aufgrund der Tatsache, dass halt die Düsen in verschiedenen Ecken und Kanten angebracht sind, ist es halt möglich, dass das Terrarium von vielen Seiten gleichzeitig besprüht wird, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es da auch der große Vorteil der Beregnungsanlage. Ihr schafft in kürzester Zeit sehr viel mehr Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist auch im Vergleich zur Sprühflasche eine Beregnungsanlage nur wenige Sekunden an, weil sonst einfach das Terrarium absäuft. Je nachdem, wie stark die Düse eingestellt hat. So, noch ein letzter Punkt, der eigentlich auch für das Geld, sage ich jetzt mal, Voraussetzung sein müsste, ist, dass Beregnungsanlagen eigentlich in der Regel hochwertig verbaut sind. Ja, das heißt, ihr habt da kein Billigplastik dran, sondern vernünftig entgratete Düsen, dass selbst wenn das Chamäleon da mal entlang schrappt, sich nicht dran verletzt. Dennoch solltet ihr halt, wie gesagt, darauf aufpassen, dass ihr halt nicht irgendwie so eine Düse am Sonnenspot des Chamäleons halt hinstellt, wo sich das Chamäleon zum Beispiel des Öfteren sonnt, weil sonst halt wirklich passieren kann, dass diese Düse, je nachdem wie stark sie eingestellt ist, euer Chamäleon vom Ast schießt. Ne, da solltet ihr ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr die vielleicht an Orten installiert, wo das Chamäleon jetzt nicht so häufig entlangläuft, aber trotzdem ein relativ breites Spektrum des Terrariums beregnet, sage ich jetzt mal. Aber ja, in der Regel sind diese Beregnungsanlagen eigentlich sehr hochwertig verbaut.
So, aber auch hier gibt es bei der Beregnungsanlage wieder auch eine negative Seite. Und hier ist der größte Negativpunkt, der Preis so einer Beregnungsanlage. Beregnungsanlagen sind zum Vergleich für die Sprühflasche sehr, sehr teuer. Zumindest die, die ich gesehen habe, fangen so bei 70 bis 120 Euro an. Sollte es da billigere gute geben, wenn ihr aus Erfahrung sprecht oder so, könnt ihr die ja gerne in die Kommentare hauen für Leute, die sich dafür interessieren. Aber zu dem, was ich jetzt so rausgefunden habe, fangen die so ab 70 Euro an. Teurer geht immer, wie gesagt, billiger, weiß ich nicht, können euch vielleicht andere Leute beantworten. Hier jetzt halt ein weiterer Negativpunkt, den ich gerade schon bei der Sprühflasche als positiv angesprochen habe, ist das Sprühen an sich. Und zwar kann man mit der Sprühflasche grob gucken, wohin man sprüht, ne? Zum Beispiel bezüglich auf die Häutung. Bei der Beregnungsanlage geht das leider nicht, da man halt diese Düsen fest installiert und da ist halt die Gefahr höher, dass auch mal so eine Düse ein Chamäleon während der Häutungsphase besprüht. Das ist dann auch halt mit zu berücksichtigen, dass man bei der Installation genauer darauf achtet, wo das Chamäleon öfters mal langläuft, dass man, wie schon vorhin gesagt, guckt, dass da keine dieser Düsen so stark hingerichtet ist, dass es auf jeden Fall das Chamäleon immer trifft, weil da kann es dann wirklich schon zu harten Problemen kommen, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt ein weiterer Negativpunkt, den ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann, wo ich jetzt einfach mal auf das Internet vertraue, und zwar ist es relativ anspruchsvoll, sag ich jetzt mal, so eine Beregnungsanlage zu installieren. Erstmal die Planung halt, wo es hinkommt, dann eventuell Löcher ins Gasematerial zu schneiden, beziehungsweise auch die Düsen innerhalb des Terrariums vernünftig anzubringen. Das ist schon nicht so ganz ohne zu dem, was ich da gelesen habe. Das heißt, allein da muss man sich halt schon Gedanken zu machen, wo die Düsen hinkommen und wie sie befestigt werden. Ja, dass man dann zum Beispiel guckt, dass bei der Befestigung nicht irgendwie Sachen rausragen, die das Tier verletzen können, dass kein Kleber benutzt wird, der dem Tier schaden kann und so halt. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken als bei einer normalen Sprühflasche. So, der vierte Negativpunkt, der aber eigentlich offensichtlich ist, und zwar funktioniert eine Beregnungsanlage mit einer Pumpe. Das bedeutet, die Beregnungsanlage braucht Strom. Das wäre jetzt unklug, sich für eine Beregnungsanlage zu entscheiden, wenn in diesem gleichen Raum keine Steckdose ist. Ja, es wäre halt doof, wenn man wirklich so eine Kabeltrommel komplett ausrollen müsste, nur damit das Terrarium eine Beregnungsanlage bekommt. Deswegen sollte man dann da schon mal im Vorfeld planen, okay, wäre das was für mich oder wäre das nichts für mich. Wäre das was für mich, gucke ich, dass mein Terrarium irgendwo in der Nähe von einer Steckdose steht, damit der Weg nicht zu lang ist. Auch in der Regel hat man eigentlich immer irgendwo einen Steckdosenzugang, aber ich wollte es nur nochmal anmerken, ne? Weil nicht, dass irgendwelche Leute fragen, wie funktioniert so eine Beregnungsanlage, und zwar ist da unten drin eine Pumpe drin und die fördert dann das Wasser zu den einzelnen Düsen und diese Düsen verteilen das Wasser dann im Terrarium. So, ich habe jetzt darauf geachtet, dass sowohl die Sprühflasche als auch die Beregnungsanlage beide gleich viele positive als auch negative Punkte haben, damit es nicht irgendwie rüberkommt, das ist ja hier voll benachteiligt oder so. Nein, beide Methoden haben in meinen Augen eine Daseinsberechtigung. Ne? Die Beregnungsanlage einerseits, da sie einem halt viel Arbeit abnimmt, indem sie halt wirklich aufgrund des Timers alle Sprüharbeiten übernimmt. Da muss dann natürlich auch darauf geachtet werden, dass der Timer immer läuft und nicht plötzlich irgendwie einen kurzen hat oder so und der Timer dann aussetzt. Da sollte man schon ab und zu mal gucken gehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Beregnungsanlage alles auf ewig alleine macht. Da sollte man schon hin und wieder mal kontrollieren, ob noch alles so läuft, wie man es verlassen hat. Die Sprühflasche hat in meinen Augen halt auch ihre Vor- und Nachteile, wie zum Beispiel den sozialen Aspekt. Ne, dass man halt sich vor dem Terrarium befindet und gerade auch wenn das Tier halt neu ist und so, möchte man sich ja umso mehr damit beschäftigen, kann es aber halt nicht, vielleicht aufgrund der Eingewöhnungsphase oder weil es noch relativ schüchtern ist, da bietet sich halt die Sprühflasche sehr gut an, da man da halt auch ein bisschen mit dem Tier, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger interagiert, weil man sich im Terrarium aufhält, aber es halt nicht direkt stresst, sag ich jetzt mal, zumindest nicht so krass. Was mir gerade so auffällt, sollte man irgendwie meine Augen drehen und ich ab und zu mit der Nase irgendwie rumhampel, heißt es nicht, ich bin gerade schlecht drauf oder hart deprimiert, nein. Irgendwas ist gerade, und ich weiß nicht was, ohne Scheiß, ich habe vor meinem Fenster einen Baum, ich weiß nicht, woran es liegt, sobald ich das Fenster aufmache, ich sterbe, ja. Ich habe richtig Probleme mit Allergie, aber darum soll es jetzt nicht gehen, heißt jetzt nicht, nur weil ich jetzt irgendwie glasige Augen habe oder so, fange ich gleich an zu weinen, um Gottes Willen, nein, das heißt nur, dass gerade meine Allergie richtig reinkickt und ich Probleme mit allem habe, aber nur für den Fall. Weil es kam auch schon mal vor, dass ich damals während eines Streams gefragt wurde, warum ich denn so traurig aussehe. Der Grund ist einfach, ich habe harte Allergie. So, da komme ich auch leider nicht drum rum. Aus meiner persönlichen Sicht, ja, meine persönliche Sicht, das soll jetzt nicht eine der beiden Möglichkeiten runterwerten. Für was ihr euch entscheidet, ist immerhin eure Entscheidung. Also aus meiner persönlichen Sicht finde ich die Sprühflasche besser. Ja, allein schon, weil ich jetzt nicht gerade die finanziellen Möglichkeiten habe bezüglich Studium, dass ich mir die
Beregnungsanlage leisten kann. Weil wenn, dann würde ich die auch selber installieren wollen. Und da fehlt mir jetzt erstens halt die finanziellen Mittel und zweitens halt auch die Zeit, sich darüber halt ausreichend Gedanken zu machen, wie man das am besten montiert. Und noch ein wichtiger Aspekt für mich, die Sprühflasche zu wählen, ist halt, wie gesagt, der soziale Aspekt. Du stehst halt vor dem Tier und jedes Chamäleon hatte ich bislang mit der Sprühflasche Feuchtigkeit zugeführt. Mein zweites Chamäleon, mein Jem-Chamäleon-Weibchen, habe ich sogar neben der normalen Trinkmöglichkeit, die ich hatte, auch mit der Pimpetta gefüttert. Ne, das stört mich deswegen umso mehr, dass ich das im letzten Video nicht angesprochen habe. Aber ja, Pimpette tränken, nicht füttern. Vollkommener Schwachsinn. Deswegen regt mich das halt auf, dass ich das halt nicht genannt habe. Aber gut, dass es da einen edlen Helden gab, der es in die Kommentare geschrieben hat. Ja, weswegen ich dann auch selber drauf gekommen bin, weil das hatte ich auch schon komplett vergessen gehabt. Aber wie gesagt, ne, meine persönliche Meinung ist, ich finde die Sprühflasche besser. Das ist jetzt natürlich keine Bewertung oder Abwertung der anderen Möglichkeiten. Wenn ihr euch für eine Beregnungsanlage entscheidet, weil ihr sehr viel zu tun habt mit der Arbeit oder sonst irgendwie, dann haltet euch da bitte nicht von ab, ne, mit der Beregnungsanlage zu hantieren. Macht euch da nur genauer Gedanken drüber. Es ist immerhin eine persönliche Entscheidung, jedem das, wie er mag, ne. Ansonsten war es das auch schon heute fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Sollte ich irgendwas falsch erklärt haben oder irgendwie nicht ausreichend erklärt haben, schreibt euch das doch bitte in die Kommentare. Dann werde ich da im nächsten Video vielleicht genauer drauf eingehen oder beziehungsweise mein ganzes Vorhaben verbessern. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr Verwandte, Bekannte, Freunde habt oder sonst irgendwen, die sich für Chamäleons interessieren, könnt ihr denen ja gerne mal die Videos vorschlagen. Ich denke mal, bislang fahre ich eigentlich ganz gut. Ich bedanke mich auch jedes Mal bei euch, ne? Ich finde das echt super, wie ihr am Kommentieren seid, mit den Likes dazugange seid. Auch der ganze neue Zuwachs, ne? Ich finde das echt geil, ohne Scheiß. Ich finde, in der kurzen Zeit habe ich eine richtig schöne, tolle Community aufgebaut. Auch das, was man auf Instagram lesen kann und so, das freut mich richtig. Ich hoffe, das wird noch eine lange Zeit so weitergehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis dann, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go, this is our time.